Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe YouTube-Gemeinde. Ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu einer erneuten Folge Prison Simulator. Das hier. Okay. Guten Morgen, hätte ich gesagt, okay? So, lass mal gucken, wir müssen in den Hof raus. Gut. Situation zu suchen, entsprechend zu reagieren. Warnung, direkt Gewalt, disziplinarisches Bestrafen. Okay. Ach, da umgehen. Verstöße wie Kämpfen, verdächtige Diskussionen, Zerstörung, Eigentum. Okay, urinieren. Gut. Wenn es ruhig genug ist, kann ich mich entspannen. Aber das besteht die Möglichkeit, dass du dann nicht aufmerksam genug bist und dir etwas entgeht. Achte auf die Zeit, um die Routine ordnungsgemäß zu beenden. Du musst die Gefangenen für die Mindestzeit draußen sein lassen. Wenn du sie länger bleiben lässt, erhöht sich dein Respekt. Ja gut, ein bisschen Respekt bei den Gefangenen brauche ich ja. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt Respekt verliere bei den Wärtern, wenn ich die jetzt länger draußen lasse. Genau. Also ein bisschen Respekt habe ich mir schon verdient jetzt. Das müssen wir aber umgucken. Nicht, dass irgendwer einen Blödsinn vorhat. Hier fleißig am Trainieren. Hier ist nichts. Der will kämpfen, oder wie? Gleich mal reagieren. Warte kurz. Ich hol den Knüppel raus. Gibt's gleich aufs Mal hier. Verletzte Gefangene. Manchmal kann ein Gefangener bei den Kämpfen schwer verletzt werden. In diesem Fall musst du Hilfe rufen. So, okay, so gestanden sind wir auf Q. Entsprechende Personal wird sich darum kümmern. In extremen Fällen kann ein verwundeter Gefangener bluten. Wenn du ihn dann nicht rechtzeitig hilfst, stirbt er womöglich. Im letzten gemeldet, sein Körper wird jedoch in die Leichenhalle gebracht. Lass dich zu viel Menschen. Was, wenn ein Sternsymbol über den Gefangenen erscheint, bedeutet das, dass er gerade das Bewusstsein verloren hat. Okay, nach einer Weile steht er alleine wieder auf. Gut. Wir brauchen das Walkie-Talkie. Wir müssen Hilfe rufen. Hat sich erledigt. Okay. Der will auch Stress. Wieso? Was ist denn los mit denen? Hallo, lolo, lolo, da reagiere ich rechtzeitiger. Fuck, hab den falschen Card. Sorry. Gut, der ist bewusstlos. Hätte ich auch mit denen reden müssen vorher? Hast du noch immer Bock zu kämpfen, oder? Er ist friedlich, okay. Okay. Was hast du vor? Er attackiert einfach mich? Ich kann nicht so oft hintereinander zuschlagen, das ist blöd. Aber der hat ja eigentlich jetzt eine höhere Strafe verdient, oder nicht? Ah, alles gut. Okay, es ist gut, ist gut, okay. Okay, ja, 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 gut. Ich lasse euch jetzt noch ein bisschen draußen, okay? Auf ganz cool. Erhöhen wir mal ein bisschen den Respekt. Ihr dürft noch ein bisschen draußen wandern, aber ihr dürft keinen Scheiß mehr machen. Sag mal so. Was guckst du mich so an? Du darfst happy sein. Ich lasse euch ein bisschen noch draußen. Dürft ihr noch ein bisschen Spaß haben. Was hast du da vor? Hallo? Was machst du denn hier? Bin aus Versehen gestolpert gegen den Zaun, hab versucht ihn zu öffnen. Okay, zufällig richtig. Hm. Gut. Was zum Teufel? So, wenn der wieder aufsteht, dann beenden wir das Ganze, weil die benehmen sich wie Schweine.
Ich muss denen jetzt nicht folgen, oder? Alles gut, ich muss denen nicht folgen. Gut, dann spielen wir ein bisschen Basketball. Nein, jetzt haben wir Freizeit, jetzt können wir loslegen. Einfach nehmen. Zack. Und zack. Oh, okay. Ja gut, ich spiele zum ersten Mal, okay? Ich schaue jetzt. Wow, okay, ich habe überhaupt keine Kraft. In den Ball. Yeah! Nimm ihn! Das war mies. Gib mir den Ball wieder. Ey, ich treffe kein einziges Mal. Das ist nicht. Okay, ich hoffe, mit Basketball. Basketball ist nicht mein Sport. So, du darfst aufstehen, ich will trainieren. Ah, das war zu schnell, alles gut, alles gut. Das wären halt immer mehr Kilos, ne? Das muss man dazu sagen. Letztens waren es 200, jetzt sind wir schon bei 400 Kilo. Hervorragend, okay. Zu schnell, viel zu schnell. Ich werde so richtig gute Brustmuskeln kriegen. Ich werde so richtig fette Muckis kriegen. Der härteste hier. Super! Das haben wir auch erledigt. Freizeit ist durch. Wow, Verzeihung bitte. So, Freizeit erledigt. Jetzt haben wir wieder was zu tun. Wo muss ich lang? Hier muss ich hin. Ah, au, oh, ja, jetzt kommt das Geile. Das ist cool. Das gefällt mir. Da muss ich immer einen Gefangenen reinrufen. Legen Sie das Paket bitte ab. Oder ich nehme es einfach. Hey, willst du aufs Maul? Was ist das? Wo kann ich denn das da hin? Wie kann ich denn das da platzieren? Warte mal, kann ich das hier vielleicht? Nein, echt. Du suchst den Häftling. Lass dich kurz mal antatschen, mein Freund. Prüfe die Dokumente des Häftlings, okay. Das waren seine persönlichen Sachen, so ist es. Irgendwie fehlen mir die Tipps. Gut, warte mal, was haben wir hier? Fingerabdrücke sind in Ordnung. Fingerabdrücke, überprüfe Richtigkeit des personalbezogenen Daten, Dokumente, bla bla bla, überprüfe die ID-Nummer auf dem Dokument. Ob die mit der Finger. Okay, ah ja, okay, gut, gut, gut. Wir haben die Nummer. Da, da, da. Das ist in Ordnung. Deswegen Mord drinnen, Zellenblock A, das ist in Ordnung. Der Name ist in Ordnung. Die Fingerabdrücke scheinen auch in Ordnung zu sein. Okay, dann kriegst du einen grünen Stempel. So, den Typen haben wir erledigt. Das war easy. Aber irgendwie fehlt mir die Tipps. Aber was ist denn da? Kann ich da nicht reingucken noch? Die persönlichen Sachen durchwursteln? Gib mal her. Du hast ein Trink. Ja gut, das darfst du behalten, gell? Wir sind ja keine Unmenschen hier. Ja, genau. Okay, der Name scheint in Ordnung zu sein, die Nummer scheint in Ordnung zu sein, sein Block A ist in der Ordnung, Geschlecht männlich, Raubüberfall mit tödlichem Ausgang. Ah, du bist ein kleiner fieser Sack. Fingerabdrücke scheinen auch in Ordnung zu sein, alles in bester Ordnung. Es alles gut hier. Du darfst weiter. Den nächsten.
Ah, Bruder, du bist ein schlimmer Finger. Du würdest sogar für eine Dose Bier töten. Seine Hände jucken ein wenig. Oh, warum? Was hat denn da? Ah, okay, du bist nur nackt herumgelaufen. Bruder, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Aber wird schon alles richtig sein, gell? Jo. Das war's? War alles in Ordnung, oder? Ich glaube, ich habe nichts vergessen, nichts falsch gemacht. So. Was machen wir jetzt? Wir unterhalten sich einmal mit ein paar Kollegen hier. Das ist wichtig. Oder ich könnte mich hier einfach hinsetzen, um gesunder zu regenerieren. Bist du sicher, dass du... Nein, warte mal, die Freizeit möchte ich nicht überspringen. Aber Basketball spielen, was könnten wir hier noch? Wir können nur trainieren und Basketball spielen. Okay, weil ich im Basketball eine Niete bin, dann haben wir ein bisschen... Immer ein bisschen trainieren. Was bist du eigentlich, du, Werner? Sprechen. Willst du spielen? Ich würde gerne spielen. Langhandeln in der Zeit, okay. In 60 Sekunden, das werde ich dir wohl hinkriegen. Wie viel ich gebe. Wie viel habe ich denn? Steht natürlich wieder nicht. 20. Okay, pass auf. Das kriegen wir hin. Aha, die Zeit rennt. Das war zu schnell, Hallo, no. Ja, gut. Er glaubt, ich bin so ein schwaches Würstchen oder so, ne? Ja. Hat er falsch gedacht. Leicht verdiente Kohle hier. Okay, warte, es wird schon grindig. Aber ich habe schon mehr als die Hälfte. Aber mehr als die Hälfte der Zeit ist schon rum. Könnte knapp werden. Könnte echt knapp werden. Gut, 18 Sekunden noch. Dreimal noch in 15 Sekunden, das ist machbar. 10. Das war zu schnell. 9. 8, 7, 6, 5, 4, ja! Habe ich ein bisschen euren Respekt verdient jetzt, weil ich ein harter Knochen bin hier. Gut, wir müssen wieder zum Zellenblock. Die Türen lasse ich einfach offen. Warte mal, ich will hier kurz einen Riegel ziehen. Ja, passt schon. Alles gut. Nehmen wir das. Illegale Substanzen. Ich werde doch nicht durchsucht, oder? Irgendwann einmal. Warte, wie komme ich denn ins Inventar hier? Zerstören Essen. Reicht einer? Einer ist gut, ja. Aber wieso sind Zigaretten illegale Substanzen? Ich meine, wir haben hier einen Wärter, der rennt mit einer Zigarette in den Mund die ganze Zeit durch die Gänge. Weil ich der Neue bin, darf ich nicht rauchen, oder was? Da, der hier. Hallo? Aber ich darf's nicht, oder wie? Weil ich neu bin hier, also super. So, was haben wir zu tun? Überprüfe die Anwesenheit am Abend. Diese Routine unterscheidet sich ein wenig von der morgendlichen. Jetzt musst du sicherstellen, dass alle Gefangenen in ihrer Zelle zurückkehren. Ich sollte vor der Zelle stehen, sie wieder zurückkommen und einen Klicker. Okay. Wenn jemand nicht unter der Zelle herumläuft, zeige ihm, wer der Boss ist. Am besten erinnere ihn daran, wer hier für was verantwortlich ist.
Drücke Q, klicke aus. Okay, näher dich den Gefangenen und drücke, um zu zählen. Dank daran, die zu schließen. Ja, gut, okay. Dann sollen Sie sich mal alle hinstellen, bitte. Und dann kann's losgehen. Du bist... Ich brauche den Klicker. Gehen Sie rein. Dankeschön dafür, Mann. Oh, come on. Woran hin? Alles klar, Jan. Lakati? Gehen Sie rein, Lakati. Alles gut. Clark. Hau ab hier. Da fehlt einer. Wo ist der Typ? Hallo? Du sollst in deine Zelle. Geht er? Aber es ist ein verdammtes Problem, ja. Alles gut. Ich regel das schon, okay? Nicht mein erstes Tänzchen. Und jetzt Abgang zurück. Also sprich mit der Hand. Was ist hier los? Zurück in deine Zelle, aber sofort. Ich werde gleich grantig hier. Was ist das für ein Benehmen? Pass auf, ich mache das so. Ich tue mal alle rein. Alle rein, die rein müssen. So, geh in deine Zelle. Rein mit dir, Freeman. Gordon Freeman, rein mit dir. Jackson, Abgang. Lippe, Abgang. Pudelgesicht, Anderson, Abgang. Harris, los rein mit dir. So, die sind alle drin und ihr wollt ein bisschen... Hör auf mich zu belästigen. Scheißegal, also. Du bist also der Fitness-Typ, oder? Warte mal, wir könnten vielleicht... Ich habe meine Mittel. Ich bin der Neue. Ich kenne hier einen, den einen oder anderen, gell? Also ich kann das, Ja, ja. Super, perfekto. Sowas mag ich. Man kann doch mit euch reden. Das ist schön. So. Mein Freund? Ja? Und was machst du hier dann, wenn du es eh warst? Okay, cool. Ja, vielleicht mache ich das. Ja, dann mach doch mal. Vielleicht. Und vielleicht schlage ich dir ins Gesicht. Nee, nee, ich will als erstes mal ein bisschen... Komm, wir müssen nicht immer... Mal warten. Ich kann ihn ja immer noch boxen, so ist er nicht. Dann starren wir uns an. Das wird irgendwie peinlich, ja, ja. Ah, super. So, gerade Jackson. Jackson, haben wir dich nicht schon? Okay, alle drin? Bist du zufrieden? Oh. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Wir sind echt spitze. Ich mach meinen Job. Ich finde, ich mach meinen Job gar nicht so schlecht jetzt. Also. Lass mal offen, geht die von alleine zu. Bisschen Respekt habe ich auch dazu verdient. Schon gut. Haben wir den Dark jetzt durch? So, wir sind hier fertig. Ich bedanke mich vielmals. Jetzt schon? Ja, ich denke schon, oder? Oh, Risiko eines Aufstands, das habe ich verringert jetzt da. Das ist super. Jetzt muss ich aber auch mein Versprechen halten und versuchen ja irgendwie das Fitnessstudio
zu eröffnen hier, also ein bisschen. Es gibt zwei Dinge, die ich wissen muss. Ein paar Tricks zu erlernen. Okay, was sind das für Tricks? Mit Alexander soll ich sprechen. Während deiner Freizeit, du findest ihren Gesellschaftsraum. Er wird dir den Rest erzählen. Okay. Zweite Sache, der Aufseher will dich sehen. Oh oh. Ich weiß nicht, was los ist. Also kommst du besser mit mir mit. Oh no. Vielleicht weiß er, dass ich illegale Substanzen bei mir trage. Guten Morgen. Ah, das ist gar nicht gut. Ja. Naja, alles gut. Guten Morgen. Okay. Er möchte mich befördern. Er hat eine neue... Worum geht es? Oh! Kriege ich Geld, das, was ich ausgeben kann? Mach dir darüber keine Sorgen, ich werde einen Teil des Gefängnisbudgets dafür reservieren. Gib nur nicht alles an einem Tag aus. Okay. Du kannst es in den Pausen benutzen, auch wenn ich im Büro bin. Ich benutze es meistens abends. Okay. Ich glaube, das packe ich. Aha, okay. Mit einem roten Stempel versehen. Die Abgelehnten und die, ja, die was durchgehen. Aha, gut. Okay. Die allgemeine Arbeitsmoral, Respekt für die Dienste der Gefangenen. Okay, das heißt, ich brauche unbedingt den Respekt von allen, ne? Er hat noch außerhalb des Büros was zu tun. Okay, das bedeutet, ich darf jetzt da. Ja, Sir. Das ist gut, wir sehen uns später. Du kannst gehen. Den Shop zu betreten, musst du den Browser Cool Web öffnen. Du kannst dem Shop neue Ausrüstungen kaufen, das Aussehen deiner bereits vorhandenen Ausrüstungen ändern oder sie mit Gefängnisgeld aufrüsten. Dies wird sicherlich die Stimmung unter den Gefangenen und Wachen erheblich verbessern. Sie können auch verschiedene Dinge für dich selbst kaufen. Oh, für mich selbst kann ich auch was kaufen, aber du musst dein eigenes Geld ausgeben, sprich dein Lohn. Okay, ist kein Thema. Dann coolen pinken Schlagstock, wär's doch. Zu verbessern Gegenständen wie zum Beispiel Arbeitsplätze in der Werkstatt kannst du mehr Geld verdienen. Behalte das, okay. Ah, die Requisitenkarte neben dem Shop befindet sich in der Liste der 20 besten Gefängniseinrichtungen. Die Position deiner Einrichtung in der Rangliste hängt von deinem Respekt ab. Sowohl auf Seiten des Papa, jetzt will ich durcheinander. Gefangenen und Wächter, ja gut, ist klar. Oh, der Respekt in der unteren linken Ecke wird durchschnittlich aller. Okay. In jeweiligen Gruppen eingeladen. Und du verdienst hier Respekt, individuelle Personen, so wie bei allen zusammen im Fall. Und bei Gruppen, blablabla, schieß mich tot. Ja, okay. Das mit dem Respekt, das habe ich schon verstanden. Der individuelle Respekt wird durch. Eine Person beeinflusst einige Aufgaben für sie. Okay, klar. Verkenne ich mich aus. So. Sprich mit den Wächtern. Na, warte mal, jetzt will ich aber kurz. Ich darf doch, oder? Pistole, Knüppel, Pfeffer, Elektro, Gefängnis. G.
Gitterschrank, Stühle, Hanteln. Das müssten wir bestellen. Wir haben 417. Weil dann kann ich auch ein bisschen besser trainieren. Ah, ich sehe schon. Ich werde... Und... Toiletten. Werkstatt. Arbeitsstation. 300. Nee, das wird vielleicht zu viel. Das könnte man auch checken. Habe ich jetzt gekauft? So geht das nicht. Ah, ich kann gerade... Okay, ich kann gerade nichts kaufen, aber egal. Wir haben die Hanteln. Wir haben uns Hanteln besorgt. Ist auch für mich, ne? Gut. Okay, der will gar nicht mit mir reden. Das ist er. War klar, das rote Symbol oben am Kopf, aber ich immer dachte, ich muss mit allen reden. Gut, der Richie hat mir gesagt, dass du mit mir reden möchtest. Okay, dann bedeutet das, dass du bereit bist. Ein paar Tricks. Ja, ein paar Tricks würde ich gerne lernen. Wie geht das? Die helfen werden zu überleben. Okay, ein paar Fähigkeiten. Ich kann dich unterrichten, aber dazu brauchst du zwei Dinge. Fertigkeitspunkte und Geld. Du hast noch eine... Ich brauche Fertigkeitspunkte, okay. Gut. Bin bereit für meine erste Fertigkeit. Okay, wie viel kostet die... Erstes geht aufs Haus. Gut, super. Dann gucken wir mal. Was ist das hier? Durchsuchung. Einschüchtern. Was ist passiv? Maximal HP brauche ich, glaube ich, noch nicht. Ich würde Durchsuchung nehmen. Was haben wir dann hier? Adlerauge. Du kannst verschiedene verdächtige Daten vergleichen drücken. Dann zweimal Text oder Bild. Weichen. Die Ergebnisse sind korrekt. Ja. Ah, okay, dann könnten wir hier ein bisschen handeln. Die Wahrscheinlichkeit, größere Bestechungsgelder, Angebote zu bekommen, erhöht sich um 50%. Habe ich eigentlich noch ein... Habe ich noch... Ja, ich habe noch zwei Punkte. Ja gut, dann checke ich mir auch noch ein bisschen Leben. Wie viel hat mich das kostet? Habe ich jetzt nicht geguckt. Geld 50. Wo ist denn mein Geld? Ich glaube, so viel habe ich nicht mehr. Da steht natürlich auch nicht dran, ne? ...35 habe ich noch. Okay. Hätte ich mal sowieso nicht kaufen können. Super. Jetzt auf zum Zellenblock. Und dann in der Freizeit versuche ich die Hanteln. Genau. Kommt einfach ums Eck und beschwert sich. Was soll denn das? So. Was haben wir jetzt da? Muss mehrere Zellen durchsuchen. Ist Reihenfolge machen. Okay. Gut, ja, ist klar. Alles durchsuchen. Zack, 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 zack. Ich werde beobachtet. So, guten Morgen. Bist du stolz auf mich? Ich bin's. Ich bin ein cooler Wachmann. Ja, ich wusste es doch. Aber ich muss durchsuchen, Bruder. Na, Latsch. Uah. Neue Toiletten wäre es für euch, ha? Huh? Eine Nadel illegal sichern. Okay. Das ist grün. Hier noch durchsuchen. Oh, ganz tief reinfassen. Legal darfst du behalten.
Sonst noch irgendwo hier was? Nee, alles cool. Toilettenrolle kann man nicht durchsuchen. Er versteckt Sachen. Bruder, ich hab da gerade. Wie guckst du mich? Was ist hier los? Was machst du hier? Das Poster ist ein bisschen. Ah, was haben wir hier Schönes? Drogen sichern. Ah, ich könnte das nehmen, ich wurde gerade gar nicht beobachtet. Dammit. Okay, der hat hauptsächlich legale Sachen hier drin. Ja? Nur zwei illegale gerade eben gefunden. Aber nix. So, wir haben. Ich werde dich auch noch durchsuchen, Bruder. Brav. Wir haben ja alles. Die Zelle ist durch. Das Poster, es geht nicht. Was haben wir hier? Okay, cool. In Ordnung. Machen wir zu. Alles super. So, du bist der Nächste. Was geht ab? Routineuntersuchung. Au, das habe ich vergessen, bei ihm zu untersuchen. Erheb dich einmal. Ah, okay, warte, das Bett ist dran. Du scheinst mir ein ganz braver zu sein. Der hat ja gar nichts. Warum bist du... Oh, das ist ein guter Junge. Wie... Harris, dich merke ich mal. Du bist anscheinend eine korrekte Socke. Lass dich... was ist? Bleib hier. Siehst du? Alles gut. Brauchst nicht gleich den Kopf verdrehen, okay? Ich weiß, ich bin sexy. So, warte, bei denen war ich aber noch nicht sicher. Glück gehabt. Achso, warte, das zählt alles gar nicht. Hä? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich muss die Zellen öffnen. Aber ich habe schon ein paar illegale Sachen gefunden. So, wir müssen Anderson rasen. Okay, ich hoffe, dich muss ich nicht. Jackson muss man nicht, okay? Harris auch nicht, zum Glück. Anderson. Deine Zelle brauche ich. So, als erstes bist du durchsucht. Glück gehabt, Bruder. So, wir sehen hier schon unterm Bett etwas. Okay, Glück gehabt, Matratze. Echt nichts? Ah, safe. Kann man die auch noch irgendwie... Nee, okay, ich hab gedacht, vielleicht kann ich die noch irgendwie so öffnen und reingucken. Oh, genial. Gar nichts. Ernsthaft jetzt? Okay. Er ist wohl ein guter Junge. Echt nix. Enttäuschend. Sehr enttäuschend. Wo kann ich noch was... Was kann ich noch durchsuchen? Weil irgendwie wird mir nicht anzeigt, dass ich den jetzt fertig habe. Ja gut, ich hab nichts gefunden. Was zum Teufel ist hier los? Jackson! Ich war so eine nette Socke. So, den haben wir erledigt. Er kriegt dann noch sein Fettwert. Was ist mit dir? Könntest du was für mich? Bin ich dein Bote oder wie? Ah, es kommt drauf an. Ich brauche. Was? Es gibt nichts umsonst. Oh Gott, nicht meine Zeit. Ja, was? Ich hole dir gerade Spritzen. Ich durchsuche dich mal. Ich muss auch ganz zufällig hinter die Zelle. Der muss doch was Illegales bei sich haben. Das kann es doch nicht sein, dass ich jetzt nichts mehr finde. Illegal sichern. Er beobachtet mich. Wenn ich es mir selber nehmen würde.
Bitte nicht wegnehmen. Ich werde noch von ihm Büro gehabt. Okay, ich bin einmal eine gute Socke, aber alles lasse ich ihm nicht. Da hier, das geht gar nicht, okay? Das geht nicht, das sichere ich. Du kannst ohne den nicht leben. Ja, es tut mir leid. Du könntest mir Kohle geben. Okay, okay. Bin etwas bestechlich. War nicht gut. So, aber das sichern wir jetzt, okay? Das musste sein, Brudi. Ich kann dir nicht alles lassen. Ich muss auch ein bisschen meinen Job erledigen. Das musst du verstehen. Der sucht Stress. Da braucht einer Hilfe. Wieso macht denn keiner was? Brauche ich deine Zelle? Nee. Wen brauche ich denn noch? Anderson. Ich hab dich. Hab ich nicht. Oh, das war der Falsche. Ja, oh Gott, jetzt sind ja Verwandte hier unterwegs. Das haben wir. Und deine Zelle brauche ich. So war das. Oh, ich habe vorhin beim falschen Typen reingeguckt. Okay, das haben wir durch. Okay, der Typ hält sein Maul nicht. Wenn ich was finde, ich lasse ihm das nicht. Ja, also legale Sachen. Okay, da ist wohl ein guter Junge hier. Okay, nichts gefunden. Glück gehabt. So, wen brauchen wir jetzt noch? Anderson, den Auserwählten. Neo. Sag nicht, wir haben Anderson weggeschickt, weil er jetzt in der Krankenstation ist. Ne. Freeman brauchen wir auch nicht. Dich brauche ich. Was ist? Lass dich antatschen. Alles gut. Nix drin. Glück gehabt. Oh, das sichern wir. Hä? Nee, kannst du vergessen. Du kriegst doch keinen Hammer. Sicher nicht. Du darfst doch keinen Hammer. Drogen? Okay, verstehe ich. Aber Hammer, das ist, mit dem kannst du ausbrechen. Oder irgendeinen Shit machen, ja, sicher. Wenn er da mich drauf anspricht, lasse ich mich vielleicht bestechen. Okay, er will gar nicht mehr. Er hat keinen Versuch. Er versucht es gar nicht mehr. Er weiß ganz genau, dass ich unkäuflich, also nicht käuflich bin, was ich da laber. Okay. Anderson. Jackson, du machst oft Stress. Wo ist ein Rätsel? Walter Anderson, dich brauche ich. Okay, darfst du behalten. Der Typ hat keine Küchenrolle, sage ich. Klopapierrolle mehr. Kein Wärter sieht mich, also muss ich jetzt da safe sein. Da muss ich richtig arbeiten. Wie abgeschlossen, ich bin hier noch nicht durch. Ich bin hier noch nicht durch. Ich kann auch so reingehen, auch wenn ich die Mission nicht habe, okay? Aber da möchte ich jetzt noch vielleicht was raushandeln, wenn möglich. Ne, ich krieg nichts mehr. Alle in ihre Zellen, ich mache nämlich zu. So, wir haben Freizeit. Wir gehen Gewichte heben. Ich habe keine Ausdauer. Ich muss unbedingt Gewicht heben. Ich habe keine Ausdauer.
Und dann? Unser Gefängnis braucht mehr Kohle. Ich würde ja gerne noch Sachen dazu kaufen. So. Lass mich mal ran hier. Hallo? Kann ich jetzt nicht? Oh Gott, muss ich mich hier hinstellen, um... Ich kann das trotzdem nicht. Okay, das ist nur... Nur für die Gefangenen, sehe ich das richtig? Finde ich jetzt blöd. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Wärter nicht einen eigenen Fitnessraum haben hier. So, Training beendet, abgeschlossen. Hol die Insassen aus dem Zellenblock. Ich hätte gern die Handeln probiert, aber nicht möglich anscheinend. Gut, aber wir machen Folgendes. Wir machen nämlich schon zu lange, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich feiere das Game gerade aktuell. Finde ich geil. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Haut rein. Immer brav sein. Tschaußen.